So, hallo Massen. Ich zeige euch heute was ganz Neues, nämlich ein Tutorial. Gut, ich habe schon mehrere Tutorials gemacht. Das hier ist jetzt aber ein Videotutorial. Und zwar werde ich euch im Rahmen dieses Tutorials zwei Dinge vorstellen. Zum einen den sogenannten Stopptrick. Also ich nenne ihn so. Ich weiß nicht genau, ob das der Fachausdruck ist, weil ich nicht so gerne Fachausdrücke benutze, außer um damit anzugeben. Und das andere ist die Benutzung eines Greenscreens. Was ich euch konkret zeigen möchte, ist Folgendes. Wir sehen also, wir haben zwei Figuren. Die eine verwandelt sich quasi in die andere. An dieser Stelle danke an Tatjana und Rebecca, dass ihr mir da geholfen habt. Dieses Video ist Teil eines größeren Videos, wie man sich vielleicht vorstellen kann, und zwar eines Uni-Projektes, an dem ich maßgeblich beteiligt war, das hoffentlich zur Veröffentlichung dieses Videos bereits auf YouTube zu sehen ist. Falls nicht, kommt das hoffentlich noch. So, eine Sache vorweg. Na gut, mehrere Sachen vorweg. Ich werde hier relativ mittendrin anfangen, was die Benutzung von After Effects betrifft. Ich werde also nicht großartig die Grundlagen von After Effects erläutern. Das werde ich eventuell dereinst in einem eigenen Video machen. Mal schauen. Ich werde aber so arbeiten und so die Dinge zeigen, dass sie nach Möglichkeit relativ einfach nachzuvollziehen sind. Ich werde also nicht viel mit Keyframes arbeiten. Auch das werde ich zu gegebener Zeit vielleicht erläutern. Und ja, das Ganze wird relativ einfach sein. Ich werde also, während ich das hier alles zeige und mache und tue, werde ich also erläutern, welche Knöpfe ich drücke, was welche Funktion hat und so weiter. Aber ich werde jetzt keine konkreten Grundlagen versuchen zu vermitteln. Ich hoffe, das Video ist trotzdem informativ und gleichzeitig unterhaltsam. So, wir legen los. Wir haben hier und hier unser Rohmaterial. Das ziehen wir hier einfach in den Projekt, in das Projekt Dingsda Bumsda Kasten. Wir haben hier einen sogenannten Smoke Charge. Den habe ich aus den Action Essentials von videocopilot.net. Link in der Info. Das Ding ist kostenpflichtig. Also, es geht prinzipiell auch ohne. Ihr müsst einfach mal gucken, ob ihr gegebenenfalls entsprechendes auf transparentem Hintergrund laufendes Footage im Internet findet. Das sollte eigentlich nicht weiter schwierig sein. Ich mache es jetzt hier mit dem Smoke Charts aus den Action Essentials, einfach weil ich es gerade da habe und weil ich es fürs Original benutzt habe und weil ich zu faul bin, im Internet Alternativen zu suchen. Das Prinzip bleibt dasselbe. Und ich benutze, ich weiß noch gar nicht, eins von den drei Bildern, die ich ganz plump im Internet gefunden habe. So, wie fangen wir also an? Sobald wir und eins von unseren Videos hier reinziehen, wird eine neue Komposition erstellt. Das können wir auch hier drüber machen. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen die Original-Videogröße, sag ich mal, von einem unserer Rohmaterialien haben. Das ist hier die 1920x1080. Wir wollen halt wirklich, dass die Komposition daran angepasst wird. Komposition bedeutet, dass das im Grunde genommen das Teil ist, womit wir arbeiten. Man kann mehrere Kompositionen in ein Projekt tun und damit verschiedene Sachen erreichen. Das sind aber alles diese doofen Grundlagen, von denen ich vorhin gesagt habe, dass ich es nicht machen möchte. Die brauchen wir hier auch nicht. Da komme ich gegebenenfalls in einem anderen Video bei Zeiten drauf zu sprechen. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich ziehe das Footage von Rebecca hier rein. Das ist jetzt ziemlich groß. Mit dem Mausrad kann man rein und rauszoomen. Wir wollen es ungefähr auf dieser Größe haben, einfach für die Übersicht. So. Hier haben wir jetzt Rebecca. Das ist hier ein bisschen lang. So. Und Rebeccas
Clip ist 7 Sekunden lang. Wir wollen überlegen, was sehen wir hier? Was haben wir hier? Wir sehen, dass sich Tatjana in Rebecca verwandelt. So, weil das so ist, müssen wir auch mit Tatjana anfangen. Meine Schuld, sorry, lebt damit. Wir ziehen also Tatjana ebenfalls hier rein. Und wir sehen, wir haben jetzt hier einmal Morph 2 Tatjana und Morph 2 Rebecca. Wenn wir hier auf das Auge klicken, können wir die Ebenen, das ist ähnlich wie bei Photoshop, ist das mit Ebenen, können wir die Ebenen ausblenden. Wie ich klicke also hier auf das Auge und Tatjana ist weg und wir sehen Rebecca. Ich klicke das Auge wieder rein, wir sehen Tatjana. Rebecca wollen wir zumindest für den Moment, nichts für ungut, Rebecca, nicht sehen. Weil wir suchen uns jetzt hier erstmal den Punkt von Tatjana, den wir haben wollen, wo sie praktisch sich in Rebecca verwandelt. Das wäre also ungefähr da, wo sie den Kopf am niedrigsten hat. Dann können wir hier, wir sehen hier am Ende des Clips, sehen wir dieses Dreieckgebilde, können wir nach links ziehen. Das passt sich dann noch in der Regel automatisch hier an den Cursor an. Und wir haben jetzt genau den Punkt, wo wo Tatjana sich verwandelt. So, wir machen Rebecca wieder an. Oh, das klingt falsch, sorry. Wir machen Rebecca wieder sichtbar, blenden dafür Tatjana aus. Und wir suchen uns den Punkt von Rebecca, wo sie im Grunde genommen den Kopf anfängt zu heben. Das ist in etwa hier. So. Und wir machen das gleiche Spielchen wie vorhin, nur umgekehrt, da wir ja hinten anfangen. So, es sind im Grunde genommen, wenn man es ganz genau will, sind es Filmstreifen. Diese Filmstreifen können wir auf der Leiste hier hin und her schieben. Ich habe jetzt Rebeccas Clip direkt an Tatjanas Clip angefügt. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, ich rendere das kurz vor. Und ich habe vergessen, Tatjana wieder einzublenden. Sorry dafür. So, Tatjana ist wieder da. Ist Tatjana wieder da? Tatjana ist wieder da. Sehr gut. Ich rendere das nochmal vor. Kann man mit der Taste 0. Dann wird ein vorläufiger Renderer erstellt. Seufz. Mein Computer ist zu schlecht. Will mir jemand einen neuen Computer schenken? Nein? Schade. Okay, wir machen also halbe Auflösung. Das macht hierbei auch nicht, ist weiter, nicht weiter tragisch. Joink. Und wir sehen hier, das ist im Grunde genommen der Stopptrick. Wir haben die Bewegung von Tatjana, die in die Bewegung von Rebecca übergeht. Das ist der Stopptrick. So kann man auch Leute aus dem Bild verschwinden lassen oder was auch immer man damit machen möchte. Das ist eigentlich, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, und ich hoffe, das hat hierdurch halbwegs geklappt, ist das super simpel und man kann super viel damit anstellen. Was jetzt auffällt, ist, dass Tatjana ein ganzes Stück größer als Rebecca ist. Zu diesem Zwecke können wir das Footage von Rebecca uns an der Ecke schnappen und großziehen. Großziehen. Wir haben jetzt hier natürlich das Problem, dass das nicht gleichmäßig ist. Zu diesem Zwecke drücken und halten wir die Shift-Taste. Und wir sehen, das Footage wird gleichzeitig, also gleichmäßig skaliert, nennt man das. Ziehen Sie ein bisschen höher. Gucken wir mal, passt das?
bisschen höher noch. Und vielleicht ein bisschen kleiner, würde ich sogar fast sagen. So. Joink, 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 joink. Fair enough. Wenn wir die Größe jetzt halbwegs angepasst haben, haben wir einen ganz passablen Stopptrick. Joink. 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 Wenn ihr das macht, dass ihr jemanden verschwinden lassen wollt, das funktioniert im Grunde genommen genauso. Wichtig dabei ist, dass ihr zum einen mit Stativ arbeitet. Das ist bei Greenscreen jetzt nur zweitrangig, weil der Hintergrund wird eh geändert. Wichtig ist das wirklich, wenn ihr jemanden verschwinden lassen wollt. Das funktioniert nämlich so, dass ihr mit der Kamera auf einen Hintergrund haltet. Eine Person geht rein, ihr filmt die Person geht wieder raus, ihr stoppt, die Person geht wieder raus und ihr filmt wieder den Hintergrund. Das ist im Grunde genommen alles. Wichtig ist schlicht und ergreifend, dass sich der Hintergrund nicht bewegt, dass ihr also die Kamera nicht bewegt. Nicht zoomen, nicht bewegen, nicht schwenken, kein gar nichts. Wie gesagt, das ist hier beim Greenscreen jetzt nicht gar so tragisch, weil es ist Greenscreen. Aber wenn ihr das mit einem fixen Hintergrund macht, also mit einem echten Hintergrund, will ich mal sagen, ist es essentiell, dass sich die Kamera nicht bewegt. So, genug davon. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, nämlich dem Greenscreen-Teil selber. So, wir sehen hier im Hintergrund den Greenscreen. Den habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Danke dafür. Mit dem Gestell zusammen. Greenscreen bedeutet, ihr habt eine Fläche von einer ganz bestimmten Farbe. In diesem Fall grün. Neongrün. Wichtig dabei ist, dass dieses Neongrün nicht an der Person zu finden ist, die vor dem Greenscreen steht. Weil mit diesem Greenscreen-Effekt, ich zeige euch das gleich, wird die Farbe, die wir auswählen, entfernt und durch eine Transparenz ersetzt. Das heißt, wenn wir das Grüne hier entfernen, sehen wir alles, was dahinter ist. Klingt abstrakt, ich zeige euch gleich im Detail, was ich damit meine. Nämlich jetzt. Wir fangen also an. Wir markieren unseren Rebecca-Clip. Nein, stimmt nicht. Wir markieren unseren Tatjana-Clip, weil den Tatjana-Clip wollen wir als erstes keyen. Hier kommt nämlich der Fachbegriff Keying. Keying ist eben dieser Vorgang, dass man eine ganz bestimmte Farbe entfernt. Wir machen einen Rechtsklick drauf, gehen auf Effekt, gehen auf Keying. Ich benutze hier Keylight 1.2. Einfach nach googeln und bei After Effects in den Plugin-Ordner einfügen. Dann könnt ihr es benutzen. Keylight hat einfach den Vorteil, es ist sehr komfortabel in seiner Funktion. Joink. Dann kommt hier. Vorher waren wir hier bei dem Projektkasten. Automatisch, wenn wir einen Effekt dazu tun, kommen unsere Effekteinstellungen. Die werden hier untereinander aufgelistet. Hier klappen wir das auf und wir haben jetzt sämtliche Optionen, die wir mit diesem Keylight-Effekt benutzen können. Der Keylight-Effekt kostet übrigens nichts, soweit ich weiß, ich glaube. Und ist wirklich sehr komfortabel in seiner Anwendung. So, hier haben wir den Punkt Screen Color. Screen Color ist wichtig, weil auf diese Weise können wir auswählen, welche Farbe rausgekeyt werden soll. Das heißt, wir gehen hier auf die Pipette und können dann irgendwo in dem Video eine Farbe auswählen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Braune hier. Joink. Hier haben wir nämlich jetzt das Problem, dieses Braun scheint überall praktisch vorhanden zu sein. Und so wird alles, was braun war, entfernt. Auf Teufel komm raus. Das ist aber blöd. Wir wollen nämlich nur das Grüne. So, deswegen ist es sehr wichtig, dass man halt wirklich eine Farbe benutzt, die nicht am Körper der Person zu finden ist. Wir nehmen also wieder die Pipette und schnappen uns das Grün. Und wir sehen, hier ist der Greenscreen jetzt schwarz. Der sieht ja immer nur schwarz aus. In Wirklichkeit ist es so, dass das transparent ist. Da ist jetzt also im Grunde genommen ein Loch in der Realität. Nein, im Ernst.
Man sieht hier an den Umrissen von Tatjana, sieht man noch die Reste des Greenscreens. Das hat einfach damit zu tun, dass es manchmal ein bisschen unsauber ist. Zu diesem Zwecke können wir hier den Screen Gain und die Screen Balance benutzen. Die Screen Balance würde ich eher selten benutzen und den Screen Pre-Blur. Hauptsächlich den Screen, den Pre-Blur, weil so kann man. Ja, hier funktioniert jetzt natürlich gar nicht. Der Blur ist einfach dafür da, um den Übergang vom Gekieten zum Rand zu verwischen. Das funktioniert in diesem Fall scheiße. Was in so einem Fall auch ganz gut funktioniert, ist, wenn man hier das Unpremultiply Result, den Haken, wegklickt. So, und wir sehen, wir haben hier direkt eine sauberere Kante. So, jetzt haben wir hier das Problem, wir haben hier noch einen hellen Fleck. Diesem hellen Fleck kann man entgegenwirken, indem man den Screen Gain ein bisschen höher dreht. So, und jetzt sehen wir, wir haben hier eine schwarze Fläche. Diese schwarze Fläche ist das, was eigentlich durchsichtig sein wird. Dazu gleich mehr. Wir wechseln jetzt zu Rebecca und machen bei Rebecca das Gleiche. Wir sehen, bei Tatjana sind hier die Effekteinstellungen noch da, bei Rebecca nicht. Warum ist das so? Wer aufgepasst hat, weiß es. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Bei Rebecca ist noch kein Effekt appliziert. Das heißt, wo kein Effekt ist, können auch keine Effekteinstellungen drin sein. Das ändern wir jetzt, indem wir den Rechtsklick auf Rebecca machen, den Effekt, Keying und Keylight 1.2. Auch hier wieder die Pipette. Joink. Ja, das ist schöner. Wir drehen den Gain ein bisschen hoch. So. Und auch hier haben wir wieder die schwarze Fläche. So, wozu ist das jetzt gut? Das ist für Folgendes gut. Wir wechseln wieder in unser Projektkasten und nehmen uns ein Bild raus. Ich nehme mal jetzt hier die Bühne von hinten. Ach, das klang falsch, es tut mir leid. Wir benutzen das Bild Bühne von hinten. Und ziehen auch das Bild formschön hier rein. Das passt sich automatisch an die Mitte an. So, im Moment ist es noch ein bisschen klein und es ist über den Bildern. Gegen die Größe tun wir was, also gegen den Mangel an Größe, indem wir das einfach, hör auf mich, oi, hochziehen. So. Ja, fair enough. Sieht gut aus. Ja, da die Bühne ist jetzt über den beiden Videodateien. Deswegen ist die Bühne auch im Vordergrund. Je höher in dieser Liste ein Medium ist, desto weiter ist es im Vordergrund. Die Bühne ist ganz oben, also ist sie ganz im Vordergrund. Wir ziehen die Bühne einfach unter die beiden und zack, die Bühne ist im Hintergrund. Wir sehen hier, dass der Greenscreen, also das Schwarze, wenn ich die Bühne mal abstelle, das Schwarze wird durch die Bühne ersetzt. Bei Tatjana genauso, weil die Bühne halt die ganze Zeit da ist. Das Schwarze wird durch die Bühne ersetzt. So, gut und schön. Problem jetzt ist, dass wir sehr viel mehr von den Surroundings hier sehen als von Tatjana. Die Bühne ist also nur ein winziger Ausschnitt. Was machen wir da? Wir benutzen in diesem Fall eine Maske. Wir gehen auf Tatjana. Wir wählen unser Maskenwerkzeug aus. Und wir ziehen oberhalb des Randes eine Maske. Klicken da rein und dann können wir unsere Maske den Pfad nachbearbeiten. So. So. Jetzt sehen wir hier, dass das hier immer noch ein bisschen blöd aussieht. Dafür können wir den Screen Gain wieder benutzen. Wir gehen also wieder auf die Effekteinstellung von Tatjana und ziehen den Screen Gain noch ein bisschen höher. Und wir sehen, es fügt sich jetzt nur nahezu perfekt ein, würde ich sagen.
Also der Screen, man sieht den Screen nicht mehr, das wollte ich damit sagen. Tatjana ist relativ, da kann man noch ein bisschen mit dem, mit der Screen Balance, nein, die bringt einen Scheiß, die Screen Balance lässt man am besten auf 50, da ist sie gut aufgehoben. Man kann da noch ein bisschen mit den Feineinstellungen rumspielen, aber ich denke, für das, was wir jetzt hier haben, also was wir jetzt hier wollen, ist es ganz passabel, ist es ganz okay und ausreichend. Da muss man halt ein bisschen bei den Feineinstellungen rumfrickeln, um dann das Ergebnis zu haben, das man haben möchte. So, wie sieht's bei Rebecca aus? Bei Rebecca machen wir exakt das Gleiche. Wir gehen auf unser Maskentool und ziehen eine Maske um Rebecca drum zu. Was nicht geht, weil. Warum geht das nicht? Das ist eine gute Frage. Was ich hier falsch gemacht habe, ist, ich habe Rebecca nicht ausgewählt. Ich habe jetzt theoretisch also eine Maske auf Tatjana gezogen. Man sieht es hier, Maske 2. Das wollte ich aber nicht. Man sieht nicht, dass ich die Maske gezogen habe, weil ich nicht mehr auf Tatjana zu sehen bin. Ich gehe jetzt zurück und wir sehen hier zwei Umrisse. Diese zweite Maske, die wollen wir aber gar nicht haben. Die stört. Wir markieren die Maske, drücken entfernen, Maske weg. Gut. Jetzt richtig von vorn, wir gehen wieder auf Rebecca. Klicken Rebecca an. Und haben Rebecca jetzt in der Markierung. Das heißt, alle Masken oder Änderungen oder was auch immer, die wir jetzt vornehmen, werden auf den Clip von Rebecca angewandt. So. Und auch hier. Oi. Und auch hier sehen wir jetzt wieder, dass ein bisschen viel von dem Screen noch zu sehen ist. Und auch das kriegen wir mit Hilfe des Screen Gains bereinigt. Und wir sehen. Geh weg. So. Und wir sehen, wir haben hier einen Joink. Joink. So. Jetzt stellen wir aber fest, erstens, Rebecca ist zu weit rechts, zu weit links und zu weit oben. Macht nichts. Wir markieren Rebecca. Und. Ja. Und. Schieben Sie einfach ein bisschen weiter nach unten. Wir können das, weil der Greenscreen ja alles um Rebecca herum auskiet. Deswegen wird der Hintergrund von diesem Verschieben nicht beeinflusst und wir schieben nur Rebecca durch die Gegend. So, wir gucken. Joink, 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 joink. Ah, bisschen weiter links hätte ich gesagt. Ja, bisschen weiter links. So. Das Ganze ist ein Paradies für Frickler. Supp. Supp. Funktioniert. Je nach Performance eures Computers. Ich arbeite jetzt hier gerade an meinem Heimrechner und mein Heimrechner ist im Vergleich zu meinem Laptop schlecht. Mein Laptop hat aber wenig Festplatte. Weshalb das Aufnehmen auf dem Laptop sich nicht wirklich lohnt. Je nachdem, wie gut euer Computer ist, funktioniert das hier flüssiger oder auch weniger flüssig. Der hier, der braucht jetzt viel zum Laden, weshalb das alles ein bisschen abgehackt wirkt. Man kann hier die Auflösung ändern. Das heißt, voll ist natürlich die volle Auflösung, logisch, und das geht immer weiter runter. Hat einfach den Vorteil, für jede Vorschau werden die Frames, also die Einzelbilder von den Videos, vorgerendert. Je höher die Auflösung ist, desto mehr Arbeitsspeicher und so weiter braucht der Computer. Das ist gut und schön, nur wenn der Computer einfach langsam ist, dann dauert das eben länger oder er kann eben weniger vorrendern. Weshalb ich hier in diesem Fall die Auflösung auf halb gestellt habe. Das würde ich auf meinem Laptop zum Beispiel nicht machen, weil mein Laptop ist gut. Na, relativ gut genug. So, was als nächstes? Wir haben ja, wir erinnern uns, hier diesen groovigen Puff-Flamme. Diese Flamme, beziehungsweise diese Rauchsäule, das ist ja keine Flamme, das ist ja eine Rauchsäule, diese Rauchsäule haben wir hier im Smoke Charge. So, überlegen wir, was passiert? Der Smoke Charge muss im Grunde genommen über die anderen beiden, weil er ja bei den auf
entpufft und Tatjana verdeckt, sodass Rebecca zum Vorschein kommen kann. Wir fangen also damit an, dass wir den Smoke Charge erstmal hier reinziehen. So. So, das sieht jetzt ausgesprochen unspektakulär aus. Macht aber nichts. Der Performance zuliebe machen wir die Bühne weg. Auch weil man dann noch den Smoke Charge besser sieht. Und wir machen den Smoke Charge. Breiten wir auf den ganzen Bildschirm aus. So. Jetzt haben wir hier das Problem, der fängt viel zu früh an und dauert viel zu lange. Man sieht es hier an der Zeitleiste. Jetzt können wir nämlich einen Rechtsklick auf den Smoke Charge machen, Zeit und Zeitdehnung. Wir sind im Moment bei 100%. Dieser Smoke Charge dauert 10 Sekunden. Das ist für unsere Zwecke viel zu lang. Wir machen also den Dehnfaktor, na, sagen wir mal auf 5, auf 50. Das haben wir halb so lange gebraucht. Würde ich spontan sagen, ist immer noch zu lang. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Das hier links ist übrigens von mir unbedachtes und ungenaues Arbeiten. Ignoriert das. Kann man nachher mit der Maske noch ausgleichen, wenn ich dran denke, was ich wahrscheinlich nicht tun werde. So. Man muss darauf achten, dieser Smoke Charge beginnt mit einem großen Bang. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass er passend zu Tatjanas Bewegung anfängt. So zum Beispiel. Denn er muss ja auch Rebeccas Erscheinen praktisch verdecken. Damit das auch ganz toll nach was aussieht und ihr eure Eltern damit beeindrucken könnt. Baboom. Und schon haben wir den Übergang zwischen Tatjana und Rebecca geschaffen. Gar nicht so schwer. Es ist halt wirklich viel Frickelarbeit. Wenn man jetzt noch was machen möchte, kann man, wenn man möchte, diesen Smoke Charge über Effekt, Farbkorrektur und Einfärben verändern. Indem wir Weiß abbilden auf und das Ganze da ein bisschen rosa machen. Rosa näher. So. Und wir sehen Zadusch. Kann man machen, muss man aber nicht. Finde ich, ist ein ganz netter Spleen. Man sieht jetzt vielleicht, was heißt vielleicht, ich bin sicher, ihr habt es gesehen, dass in der Vorlage, die ich hier hatte, Baboom, dass dann noch so ein Lensflare kommt. Dieser Lensflare ist für mich eine Spielerei, weil ich total auf diesen Lensflare-Scheiß stehe. Hat für euch, da ihr ja wahrscheinlich nicht das Optical Flare-Paket habt, eigentlich weniger Sinn, weil ich habe die Optical Flares benutzt, weil die von After Effects, die vorhanden sind, die sind zwar okay, aber nicht unbedingt das Wahre. Die wirken wenig natürlich. Nicht, dass der vorhin jetzt natürlich gewirkt hätte, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, wir schalten die Bühne wieder an. Und wenn wir uns das jetzt angucken, bada bum, haben wir die Metamorphose, den sogenannten Morph von Tatjana zu Rebecca. Und das ist im Grunde genommen alles, was dahinter steckt. Stopptrick, bonk, bonk, bisschen Rauch drüber, Keen und ein Hintergrund. Mehr ist es im Grunde genommen nicht. Kann man, wenn man ein bisschen Routine damit hat, innerhalb von 10 Minuten hinzaubern. Hier hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich eine unglaubliche Labertasche bin. Dafür entschuldige ich mich nicht. Haha, nein, im Ernst. Es ist wirklich ein relativ einfacher Effekt, wenn man weiß, wie man ihn handhaben muss. Ich sage euch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.